Willkommen zum nächsten Game auf dem Android, und zwar Mutant Roadkill. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich gehe jetzt einfach mal rein, dann könnt ihr das mal sehen. So, da ist mein Gefährt und da war auch schon der erste Mutant. Ich muss das mit Kippen meines Tablets, muss ich das Fahrzeug steuern und gucken, dass ich hier ganz, ganz viele Mutanten überfahre. Hier sogar Kombo-Punkte. Je mehr man hintereinander wegbläst. Und mit dem Geld, oh nein, was man hier verdient, kann man sich natürlich wieder geile Sachen kaufen. Sachen upgraden. Momentan noch relativ einfach. Oh, Power-Up. Awesome! Und zum Abbiegen einfach hier. Oh, da ist die erste Meile. Hier auf dem Tablet rumwischen. Oder auf dem Handy, je nachdem, wo ihr das zockt. Finde ich eigentlich ganz geil, der Bluteffekt ist auch da. Blut ist cool. Wohl eigentlich immer, aber... So, Kombo und wieder ein Item. Ein Tourette. Oh, das war knapp. So, das ist ein automatisches Geschütz, was die Mutanten aufs Korn nimmt. Oh, gerade hier diese ganzen, die sich hinter den Autos verstecken. Weil die kommen jetzt teilweise auch auf das Fahrzeug zugelaufen. Da war zum Beispiel einer. Oh mein Gott. Aber eigentlich läuft das gerade sehr, sehr gut. Oh mein Gott. Komm, schon wieder ein Tourette. Okay, da klebt sich einer dran. Schock! Da können die sich nicht lange dran halten. Aber man kann sie auch abschütteln, indem man halt hier nah an so einem Auto vorbeifährt. Boah, lenk mich am Arsch. Nein! Und der schlägt auch auf das Auto drauf. So. Tadada. Ich glaube, mein neuer Rekord. Das wird immer schwerer, ey. Falsch rum abgebogen, dann werden die abgeflogen. Oh, sauber. Perfekt. Das ist ein Tourette. Oh, verdammt, verdammt. Vor dem Tourette. Kombo. 5 Meilen. Oh, ich weiß gar nicht, ob das gerade ein Rekord war. Keine Ahnung. Oh, ganz, ganz dicke. Haha, so, weiter geht's. Leck mich am Arsch. Hol mich jetzt hier ab. Ich geh mal gucken, wo mein alter Rekord war. Und wie ich hier sitze und ein Tablet hin und her schwenke, ist der Hammer. Ich brauche eine Autoreparatur. Oh, oh. Reparier mich. Ja, sauber. Krass. Die Super-Kombo-Straße gerade. Und wie immer, schreibt euren Rekord einfach mal unten rein. Aber jetzt nicht übertreiben, sondern wirklich, seid mal ehrlich zu euch. Krass! Könnt ihr einfach mal schreiben, wie weit ihr schon drin seid oder weit gekommen seid und den Rekord halt von den Kombos. Das ist schon relativ gut, ein 60er. Hilfe! WTF! Okay, Auto brennt schon ganz gut. So, die anderen noch wegmatschen. Nein! Oh, oh, sieht nicht gut aus, sieht nicht gut aus, sieht nicht gut aus. Wird immer langsamer, aua. Und die ganz dicken, die explodieren, meiner Meinung nach. Boah, scheiße. 9 Meilen, genial. Für 1000 kann ich weiterfahren? Leck mich, Marek. Vielleicht schaffe ich ja mal die 10 Kilometer oder so.
Sollte aber möglich sein. Oder auch nicht. Oh mein Gott, New Record. Ach, hier war der neue Rekord. WTF. Nein. Roll weiter. Oh, ätzend. Scheiße. Manno. Okay, hier kann man wieder was kaufen. Ich meine, ist klar, die wollen natürlich wieder euer Geld, euer Bestes. Und jetzt zeige ich euch mal das Menü. Das war aber auch ein gutes Spiel, meiner Meinung nach. Also für mich jetzt, ne? Das ist auch ein Spiel, was auf meinem Tablet bleibt. Kommen auch bestimmt wieder welche, die runtergeschmissen werden. Genau, hier sind die Autos. Mit dem beginnt man und dann geht's halt weiter. Der kostet 10.000. Und diese 200 Münzen, die kann man sich super lange ersparen, soviel ich weiß. Oder man kauft sie sich gegen Bares. Wow. Und hier nochmal Power-Ups, die man upgraden kann. Genau, meine Maschine habe ich hier schon geupdatet. Genau, hier unten kann man einkaufen gehen. Und Bundles. Krass. Okay, das war Mutant Roadkill, eine relativ kurze Vorstellung und ich sage einfach mal bis im nächsten Game. Tschüss.